Die Bundesbank hat jüngst in einer Studie darüber geschrieben, dass der deutsche Immobilienmarkt vielerorts 30% überbewertet ist. Oder im Klartext gesagt, dass Käufer 30% zu viel bezahlen, als was der wirkliche Wert der Immobilie darstellt. Das ist natürlich ein großes Problem und da stellt sich die Frage, stehen wir deswegen in den nächsten Jahren vor einer 30% Korrektur am Markt? Meine Gedanken und natürlich auch meine Einschätzung zu dieser Situation werde ich gleich mit euch teilen. Geht sofort los. Herzlich willkommen, liebe Hellinvestierten. Wenn ihr euch wundert, wo ich heute sitze, ich wurde vertrieben aus meinem gewohnten Umfeld. Meine Freundin blockiert hier so die halbe Wohnung. Deswegen musste ich mich verziehen, aber trotzdem natürlich Video in gewohnter Qualität, nur ein bisschen anderer Hintergrund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute mit euch über eine Studie der Deutschen Bundesbank sprechen. Wenn ich aber vorab euch jetzt erzähle natürlich, dass der Immobilienmarkt in den letzten Jahren gut gelaufen ist, dann werde ich wahrscheinlich den meisten nichts Neues erzählen und genau davor warnt die Deutsche Bundesbank, dass dieser Boom vor einem jähen Ende stehen könnte. Zuvor möchte ich euch aber mal eine Grafik noch einblenden, die ich mir von der DZ-Bank stibitzt habe, könnte ich sagen. Und diese Grafik zeigt erstmal eindrucksvoll, wie rasant die Entwicklung am deutschen Immobilienmarkt in den letzten Jahren war. Grafik kommt jetzt. Und ihr seht anhand dieser Grafik beispielsweise dargestellt die Entwicklung der Preise für Eigenheime in Deutschland. Und das Kuriose ist, dass im zweiten Quartal diesen Jahres die Preise sich zweistellig verteuert haben. Also wir hatten zum ersten Mal überhaupt seit dieser Preismessung eine Quartalssteigerung von über 10% zum Quartal des Vorjahres. Also das ist immens und ihr seht auch anhand dieser rasant steigenden blauen Kurve, dass sich die Preise hier für Eigenheime deutlich verteuert haben in den letzten Jahren. Und ihr seht auch anhand der orange eingefärbten Balken, wie die prozentualen Steigerungen waren. Und da sticht natürlich auch das zweite Quartal ganz krass heraus. Das wirklich Spannende ist allerdings, dass diese Grafik exemplarisch auch genommen werden kann für Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser, also eigentlich alle Arten von Immobilien. Ich fand die jetzt hier allerdings im Fall der Eigenheime besonders spannend, weil sie einfach wirklich gut darstellt, wie stark die Preise wirklich in den letzten Jahren gestiegen sind. Und genau in diese Euphorie, muss man sagen, kippt jetzt die Deutsche Bundesbank, kippt Salz, macht eigentlich keinen Sinn. In diese Euphorie-Suppe könnte man sagen, kippt jetzt die Deutsche Bundesbank Salz, weil sie sagt, okay, dieser Boom an den Immobilienmärkten in Deutschland, der ist zu krass und er hat auch dazu geführt, dass Preise bezahlt werden, die der innere Wert oder dem inneren Wert der Immobilie gar nicht mehr entsprechen. Ich blende euch da auch mal die Headline ein. Das ist von der Tagesschau und das ist ein Artikel. Ich verlinke euch auch mal unten drunter. Könnt ihr nachlesen. Da sind dann noch ein paar weitergehende Informationen drinnen. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Bedeutet das jetzt, dass wir vor einem Einbruch stehen am Immobilienmarkt? Die Bundesbank sagt ja, sie sieht hier große Risiken, weil durch diese Überbewertung weitergehende Risiken entstehen. Zum einen, wenn Käufer natürlich 30% mehr für die Immobilien bezahlen, als der innere Wert darstellt, führt das zu Problemen beim Käufer und auch bei der finanzierenden Bank. Zum einen bei der Bank, in dem Fall, wenn der Käufer den Kredit nicht mehr bedienen kann, setzt die sogenannte Verwertung ein. Das heißt, das Gebäude oder Objekt wird dann versteigert, zwangsversteigert in der Regel. Und wenn natürlich das Objekt viel weniger einbringt, als die Bank vorher geschätzt hat, bleibt die Bank auf einem Teil des Kredits sitzen, muss diesen abschreiben. Und wenn das flächendeckend passiert, dann kommen dadurch auch die Banken in Schieflage. Für den Käufer ist es natürlich ein Problem, wenn man zu viel bezahlt, weil sich der Preis der Immobilie, der Wert anpassen kann. Und weil er das Problem hat, dass er bei einer möglichen Anschlussfinanzierung nicht mehr das Geld bekommt, was er sich erhofft hatte, weil der Wert, wo man zuvor gedacht hatte, dass er da ist, gar nicht mehr wirklich existiert. Also das sind zwei große Probleme, die die Bundesbank hier adressiert. Und sie sagt auch sogar noch, und das ist wirklich spannend, dass auch die Inflation ein Problem werden kann für die Banken, weil sie Geld in der Regel langfristig, 10 Jahre, teilweise länger verleihen, aber natürlich bei Inflationsraten, wie jetzt zuletzt gemeldet in Deutschland von 5,2%, viel Geld verlieren. Also auch die Inflation ist ein Problem. Es gibt noch weitere Probleme, die hier die Bundesbank und sogar die EZB als extrem kritisch für den Finanzmarkt sehen. Das habe ich allerdings in einer Extra-Ausgabe im Podcast besprochen, die geht morgen früh online.
Deswegen schaut mal in den Podcast rein, hört am besten mal in den Podcast rein. Ich verlinke euch die Ausgabe unten drunter und ich blende euch mal ein. Da spreche ich über die Sorgen von EZB und Bundesbank, weil neben den Immobilienmärkten, was ich jetzt in diesem Video bespreche, gibt es noch weitere Problemfelder, von denen Anleger zumindest mal gehört haben müssen. Und es ist natürlich auch immer spannend, wenn man mal in die Köpfe der EZB-Banker reinschauen kann, vor was die wirklich Sorgen haben, denn in den Pressekonferenzen geben sie sich ja immer ganz gewohnt entspannt. Aber es gibt dann doch aus den ein oder anderen internen EZB-Bericht, wo man reinschauen kann, was denn die EZBler so nachts umtreibt. Also hört da gerne mal in die Podcast-Ausgabe rein, dann wisst ihr zumindest, auf was ihr achten müsst in puncto Marktdestabilisierungsfaktoren. Aber um jetzt bei den Immobilien zu bleiben, ich hatte gesagt, die Bundesbank sieht hier große Probleme und auch eine Überbewertung des Marktes. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, führt das jetzt zu einer schnellen Korrektur, um diese 30-prozentige Überbewertung an vielen Orten zu korrigieren? Und ich muss sagen, das sehe ich nicht so. Ich sehe diese Gefahren ähnlich wie die Deutsche Bundesbank. Aber der Immobilienmarkt, sind wir mal ehrlich, ist ziemlich träge. Das heißt, er bewegt sich jetzt nicht schwungvoll. Und wenn er sich bewegen würde, würden es die meisten nicht mitbekommen, weil Immobilien halt nicht wie Aktien an der Börse notiert sind. Das heißt, deren Wert, der schwankt eher im Geheimen, wird mal durch einen Gutachter festgestellt. Aber ihr habt jetzt nicht so eine Art Transparenz, dass ihr sekündlich die Preise eurer Immobilien sehen könnt. Das ist mal das eine. Das andere ist allerdings, dass ich, wenn ich so in meinem Umfeld schaue, aber auch die Feedback, was ich jetzt bekomme von euch, auch aus der Community heraus, viele nach Immobilien immer noch suchen. Und das wurde meiner Einschätzung sogar nach mehr, seit wir auch diese extrem krassen Inflationsraten haben, die EZB bleibt nach wie vor dabei bei dem Wort vorübergehend sein sollen. Die FED, die amerikanische Notenbank, hat dieses Wort transitory mittlerweile in die Rente geschickt. Das heißt, sie haben gesagt, wir verabschieden uns von dem Wort vorübergehend. Wir gehen davon aus, dass die Inflation länger hoch bleiben wird. Mal gucken, wann diese Erkenntnis bei der EZB sich durchsetzt. Und genau das ist aber auch der Punkt, dass viele Leute gerade in Deutschland Geld auf dem Konto liegen haben. Jüngste Statistiken zeigen ja, dass etwa 2 Billionen Euro auf deutschen Sparkonten immer noch liegen bei Nullzins und einer Inflation von 5,2%. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber wenn dann diese Leute mal reagieren, dann gehen sie eher nicht unbedingt in die Aktienmärkte rein, vielleicht ein bisschen in die Edelmetalle, aber die meisten Deutschen, das merke ich so, gehen dann lieber in die Immobilien rein, weil da hat man was und da kann man die Immobilie jetzt auch anschauen. Ja, deswegen bin ich eher in dem Lager, dass ich sage, der Immobilientrend nach oben wird in den nächsten Jahren weitergehen aufgrund dieser Inflationsproblematik und er wird sich sogar noch verstärken, wenn die Inflation auch dauerhaft in den Köpfen der Leute hoch bleibt. Also wenn die Einschätzung dazu übergeht, dass die Inflation eben nicht wieder schnell weggeht, sondern dass wir dauerhaft bei einer Inflation im Bereich der 3 oder 4%, was ich so für nächstes Jahr schätze, dass wir dort bleiben werden. Und das wird natürlich die Nachfrage nach Immobilien aller Art weiterhin deutlich beflügeln. Dass wir allerdings nach dieser Phase auf eine Art Plateau mal kommen, also dass die Wachstumsraten am Immobilienmarkt nicht mehr so stark sein werden wie in der Vergangenheit, davon gehe ich aus, aber auch eine jährliche Preissteigerung von 3, 4, 5 oder 6% ist ja nicht schlecht. Ich muss aber allen sagen, die jetzt nach Immobilien jagen, passt auf, welche Immobilie ihr wirklich auswählt. Auch wenn ich jetzt nicht so negativ gestimmt bin wie die Bundesbank, ist es allerdings so, dass eine vernünftige Rendite bei Immobilien zu erzielen immer schwerer wird. Also wenn ihr euch mal die Preise anschaut für beispielsweise Handwerkerleistungen. Ich habe dieses Jahr im März, kann ich euch erzählen, angefangen in einer meiner Eigentumswohnungen ein Bad zu sanieren. Also kommt ein neues Bad rein. Ich musste im März mit den Planungen und Handwerkern anfangen, dass jetzt im Dezember das angehen können, das Projekt. Also die Preise sind explodiert. Ihr findet keine Handwerker. Alles ist viel, viel teurer geworden. Das heißt, man kann mit der aktuellen Miete immer schwerer eine Rendite erzielen, wenn man beispielsweise nur noch 2 oder 2,5% hat. Ihr müsst davon den Zins bezahlen, ihr müsst davon noch was tilgen, ihr müsst davon die laufenden Kosten, Instandhaltungen abtragen. Also es wird immer schwieriger, deswegen passt auf, welche Immobilie ihr nehmt und rechnet das genau durch, vor allem auch in Anbetracht der stark steigenden Kosten hier für die Instandhaltung oder auch Sanierung von Immobilien, wenn da was anliegt in den nächsten Jahren. Also das wird ein Problem sein, das wird auch dazu führen, und da bin ich wieder bei der Bundesbank, dass die Nachfrage, wenn wir jetzt diese Panikkäufe, die noch stärker kommen werden, da bin ich absolut überzeugt, aufgrund der starken Inflation, wenn diese Panikkäufe mal nachlassen,
dann wird sich auch immer mehr natürlich durchsetzen, dass wieder die Leute kommen, die mit dem Stift, mit dem Spitzenstift rechnen, die genau schauen, was die Immobilie wirklich rentiert und ob man sie wirtschaftlich managen kann. Und die werden dann nicht mehr diese hohen Preise zahlen. Und das wird dann auch diese Phase sein, wo wir auch an den Immobilienmärkten, und das ist aktuell zwar unvorstellbar für viele, wo wir aber dann auch mal wieder nachgebende Preise sehen werden, weil die Mietrenditen einfach nicht mehr mithalten können. Wir sehen beim Bestand und auch bei den Neuvermietungen, also bei den neuen Mieten, Neuvertragsmieten mittlerweile eine Stagnation. Die Leute können in vielen Regionen nicht mehr mehr Miete bezahlen. Gleichzeitig nimmt aber der Kostendruck auf den Eigentümer zu. Ich hatte euch gesagt, hier die inflationären Tendenzen bei Handwerkern, bei Material. Aber schaut doch mal in die Koalitionsverträge jetzt der Ampel rein. Nächstes Jahr geplant, dass eine Teilwarmmiete geprüft werden soll. Das heißt im Klartext, dass der Vermieter nicht mehr kalt vermietet, sondern im Winter mit einer garantierten Temperatur von 20 bis 22 Grad. Das wird natürlich auch beim Vermieter deutlich auf die Kosten drücken. Soll natürlich der Anreiz sein, dass Vermieter dadurch sanieren. Das wird viel Streit geben, das wird natürlich auch von der Marge des Vermieters weggehen. Es sind weitere Dinge geplant, wie beispielsweise, dass auch nächstes Jahr die CO2-Abgaben hälftig zwischen Mieter und Vermieter geteilt werden. Also auch da weiterer Druck. Das heißt, ihr seht, der Kostendruck für den Vermieter nimmt immer weiter zu. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass wir ein Plateau bei der Miete teilweise in vielen Städten schon erreicht haben und dass die Ampel hier weitere Begrenzungen reinmacht. Das heißt, Mietspiegel sollen sich auf einen Durchschnitt von 7 Jahren mittlerweile beziehen, ist auch so ein Ampelplan, oder dass die Mietsteigerungen in 3 Jahren auf 11% begrenzt werden. Also ihr seht, es gibt immer mehr Druck auf der Kostenseite und immer weniger Spielraum auf der Einnahmenseite. Und das wird dazu führen in den nächsten Jahren, wenn, ich hatte es ja gesagt, diese Panikkäufe aufgrund der Inflation, aufgrund der Leute, die einfach jetzt irgendwie ihr Geld anlegen müssen, wenn die vorbei sind, dann werden wir im Immobilienmarkt wirklich schon eine Neubewertung sehen. Ich rechne jetzt allerdings nicht damit, dass wir in einem Jahr mal 30% Preisreduktion sehen werden. Aber dass Jahre kommen werden, wo es mal 5% die Preise fallen, das wird dann gang und gäbe sein. Und das wird natürlich auch ein Problem sein für alle, die wirklich hochgehebelt in Immobilien investiert haben, die vielleicht Anschlussfinanzierungen brauchen, die dann allerdings vor einem Art Scherbenhaufen stehen, wenn diese Anschlussfinanzierungen halt zu einem viel niedrigeren Niveau getätigt werden müssen und man viel mehr Eigenkapital als überhaupt vorhanden oder eingeplant in die Immobilienprojekte investieren muss. Ich für meinen Teil, ich hatte es in einem früheren Video ja schon mal erwähnt, ich werde... Und da muss ich sagen, das steht zum Glück nicht in den Koalitionsplänen der Ampel drin. Die Spekulationsfrist von 10 Jahren bei Immobilien ist weiterhin gesichert, noch gesichert. Das heißt, ich werde einen Teil meiner Immobilien in den nächsten 3-4 Jahren abstoßen, möglicherweise dann auch auf einem wirklichen absoluten Top-Niveau und werde dann auch erstmal abwarten. Ich werde das Geld also durchaus im Immobiliensektor wieder investieren, in Aktien oder in ETFs oder in REITs. Ich werde auch einen Teil der Immobilien behalten und dann in Sanierungen oder auch Fassade steht zum Beispiel einer Immobilie von mir an, da auch investieren. Aber ich werde schon einen Teil der Gewinne dann wirklich realisieren, hoffentlich noch steuerfrei. Und dann mal so abwarten, ob nicht wieder der Immobilienmarkt einen Rückwärtsgang einschaltet und ob man dann wieder gute Objekte findet, die auch mal wie früher, das klingt jetzt auch unvorstellbar, aber ich habe Immobilien, also Eigentumswohnungen, die immer noch mit 8, 9, teilweise 10% rentieren, ob man mal wieder in eine Phase reinkommt, wo man auch wieder mal 5, 6, 7% bei einem guten Objekt bekommt. Momentan nicht zu finden, man muss schon weit in die C-Lagen rausgehen und man muss schon Risiken eingehen, um überhaupt noch 5% zu erhalten, aber gute Lagen, 1, 2, 3% ist das Maximum der Gefühle und da ist es halt fast schon unmöglich in Anbetracht des Kostendrucks überhaupt noch wirklich Rendite bringend, gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Also schauen wir mal, was da kommt. Das war jetzt mal eine aktuelle Einschätzung von mir zum Immobilienmarkt. Lasst mir gerne mal eure Meinung da, wie ihr die Lage so seht. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr seht mich wieder im nächsten Video. Bis dann.